und herzlich willkommen, ihr Sepplinge, zu einer neuen Folge Star Stable, die gerade aus einem sehr lustigen Grund anfängt, weil eigentlich wollte ich jetzt gerade streamen. Ja, und da hänge ich in der Aufgabe fest, deswegen muss ich jetzt schnell das vorm Stream noch machen, deswegen werden wir auch einen Cut in der Folge haben. Oh Mann, oh Mann. Okay, Lisa, schieß los. Oh, dein armer Silverkiss ist verletzt. Das war eine gemeine Falle. Ich kann ihn für dich heilen. Du weißt, dass ich die Kraft des Sternkreises am besten beherrsche. Dass der Stern ein heilendes Symbol ist? Lass mich den armen Gaul mal ansehen. Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was Lisa denn jetzt, wie sie helfen kann. Oh. Oh. Ah, wie süß. Ja. Na, sieh mal an, das lief ja besser als erwartet. Denn im wunderschönen Silverkiss geht es besser als je zuvor. Das war eine gemeine Falle. Diese Nachtreiter sollten solche Dinge nicht einfach herumliegen lassen. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ich meine, das wirklich ernst. Es war wirklich kein Vergnügen, in Pandoria zu sein. Diese Gauner, die ich verscheucht habe, haben Starshine und mich überrumpelt, als wir nicht aufgepasst haben. Diesmal ging alles noch gut aus, aber das darf nicht noch einmal passieren. Wir müssen wirklich aufpassen. Stimmst du zu, Dina? Natürlich, das war echt eine heikle Angelegenheit hier. Es passieren also seltsame Dinge hier auf der Insel. Ich habe leider nicht viel davon mitbekommen, da ich sofort nach Pandoria kam, als ich einen Fuß in den Jorvik-Stall setzen wollte. Ich könnte natürlich lustige Geschichten aus meiner Zeit als Rockstar erzählen, aber das wäre jetzt wohl eher unpassend. Das bewahren wir uns für ein anderes Mal auf. Und ganz unter uns, Dina, so toll ist es nicht, berühmt zu sein. Man muss sehr hart arbeiten und hat viel Stress. Ruhm ist eben nicht alles. Schön, wieder hier zu sein, wo ich nicht ganz so berühmt bin. Zumindest nicht mehr. Die Fans vergessen eben auch schnell. Meine Freunde bleiben jedoch für immer. Ich hoffe, dass du und ich auch gute Freunde werden. Ah, Lisa ist echt eine Nette. Du hast recht, Dina. Wir müssen mit den anderen sprechen und die Druiden treffen. Ganz genau das habe ich auch gedacht. Ich muss den neuesten Stand der Dinge erfahren. Zuerst muss ich mir jedoch etwas Frisches anziehen und mich ausruhen. Und ich muss etwas essen. Lass uns mit den Druiden bis morgen warten. Zuallererst brauche ich Ruhe. Ich schulde der schlafenden Witwe außerdem noch einen Gefallen. Das muss jedoch warten. Okay, das klingt nach einem Plan. Nach dieser Anstrengung müssen wir uns wirklich ausruhen. Morgen kannst du zu Elisabeth reiten und ihr mitteilen, dass ich wieder da bin, sodass sie die Druiden versammeln kann. Ich sehe dich dann bei der Versammlung. Und noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Gute Nacht. So, wir ruhen uns in unserem Heimatstall aus, bis der nächste Tag beginnt. Und jetzt werde ich dann wahrscheinlich auch gleich den Cut setzen können. Ach, hier echt so ein... Da beendet man die Folge, nimmt ein bisschen was im Voraus auf, will streamen und dann geht das nicht. Oh je, Mini. Okay, ihr Lieben. Dann mache ich jetzt hier aber auch den Cut. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder nach diesem kurzen Cut. Ja, eine sehr interessante Folge. Ganz anders aufgenommen, als ich sie sonst immer aufnehme. So, wir müssen jetzt auf zum geheimen Steinkreis. Das heißt, wir müssen mit Elisabeth in Vaildale reden. Auf geht's, Silverkiss. Jetzt ist ja alles wieder gut mit der Süßen. Sie kann sich wieder bewegen. Sie ist ja topfit. Ihr Huf ist geheilt dank Lisa und Starshine. So, und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir uns da gleich revanchieren können und ihr helfen können. Beziehungsweise den Druiden helfen können. Heieiei, die letzte Folge war aber auch wieder spannend hier. Wahnsinn, 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 was hier abgeht momentan. Das ist einfach nur, boah, richtig, richtig krass. Und ich freue mich auch jetzt schon darauf, dass wenn das Spiel durch ist, also die Storyquests, die Starshine Legacy zu erleben und mehr zu der Geschichte der Soul Rider zu erfahren. Oh, nee. Lisa ist gerettet? Gute Neuigkeiten. Ich war mir nicht sicher, ob du es schaffen würdest, doch das Licht Aidins strahlt noch heller durch dich. Du bist eine wahre Heldin. Ich rufe alle Druiden zum Treffen im geheimen Steinkreis zusammen. Wir sehen uns dort. Okay, gut, dann machen wir uns auf den Weg. Dann müssen wir jetzt hier hinten wieder hoch und dann ein Stückchen weiter. Und dann geht's ab zu Fripp und den anderen Druiden. Das heißt, da müssten ja jetzt von den Soul Ridern schon mehrere anwesend sein. Da müssten ja Linda da sein, Alex und Lisa jetzt dann auch. Fehlt noch einer.
Beziehungsweise eine. Das ist, glaube ich, N, oder? So. Meine Güte, hier, die kratzt die Kurve. Wahnsinn. So. Ab durch Raum und Zeit. Oder Zeit und Raum. Wir verschmilzen mit ihnen. Ah, das ist doch jetzt endlich mal ein Treffen mit einer positiven Nachricht. So. Mir fällt ein, dass ich die Musik mal wieder anmachen muss. Dann ist das einfach die eingespielte Musik, die ich benutzt hatte, nicht passend. Und deswegen muss ich mal wieder die ursprüngliche Spielmusik einblenden. Ich hoffe, dass sie nicht mehr buggt. Hallo. Ein großes Dankeschön an dich, Dina. Du und Starschein habt Lisa gerettet. Lisa ist endlich wieder da. Brillant. Ja, Dina, das habt ihr wirklich gut gemacht. Schön, wieder da zu sein. Ich habe euch alle vermisst. Ich dachte, ich würde nie wieder das Sonnenlicht sehen. Doch jetzt bin ich endlich wieder bei meinen Freunden. Die Soul Rider haben bald ihre volle Kraft erreicht und wir können fast alle Kopien des Buchs der Lichtzeremonien beisammen. Nein, wir haben fast alle beisammen. Wenn wir bereit sind und die Zeit gekommen ist, werden wir die Zeremonie durchführen. Die Zeit ist jedoch noch nicht reif. Lisa, du solltest wissen, dass Dakor das Original des Buchs der Lichtzeremonien haben. Alles deutet darauf hin, dass sie versuchen werden, die Zeremonie rückwärts durchzuführen. Das wäre eine Katastrophe. Das hört sich nicht gut an. Was soll das denn überhaupt? Was ist ihr Ziel? Wenn sie die Zeremonie rückwärts durchführen, wird der Riss zwischen unserer Wirklichkeit und Pandoria größer werden. Im schlimmsten Fall würde die Mauer zwischen den beiden Welten zusammenbrechen. Wir wissen nicht, was als nächstes geschieht. Möglicherweise würden beide Welten aufhören zu existieren. Oder zumindest würden sie nicht mehr in der Form existieren, wie wir sie kennen. Dakor glauben, dass sie die pandorische Energie kontrollieren könnten, um damit die Welt zu beherrschen. Vielleicht wissen sie ja mehr als wir. Wir Druiden glauben jedenfalls, dass das zu nichts Gutem führen kann. Es wird wahrscheinlich in der Zerstörung der Welt enden und aus diesem Grund müssen sie aufgehalten werden. Das war eine kurze Zusammenfassung der Situation. Lisa, kannst du uns sagen, was dir passiert ist? Du wurdest nach Pandoria entführt? Ja. Wie ihr alle wisst, war ich auf Tour mit meiner Rockband und hatte Jorvik seit längerer Zeit verlassen. Als ich endlich wieder zurückkehrte, haben mich die Halunken entführt. Danach haben sie mich in Pandoria eingesperrt. Starshine und ich haben einfach nicht aufgepasst. Das wird uns nicht noch einmal passieren. Danach wurde ich zum Glück gerettet. Zum Glück. In Pandoria entstand mein Kontakt mit dem Baum der Ewigkeit, der schlafenden Witwe. Alles war verzerrt und verschwommen, doch ihre Wurzeln schienen bis ins ferne Pandoria zu reichen. Der Baum schläft in unserer Welt, doch sie konnte mit mir durch ihre Träume kommunizieren. Sie hat gesagt, dass sie mir helfen kann, aber dass sie dafür aufgeweckt werden muss. Dafür muss ich ihr jedoch auch einen Gefallen tun. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich werde es herausfinden. Meine Zeit in Pandoria ist sehr verschwommen und zusammenhanglos. Doch es gibt noch eine Sache, die ich erzählen muss. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Anne in der Nähe war. Ich konnte ihre Anwesenheit spüren. Ich bin mir sicher, dass sie dort ist. Wir müssen sie retten. Vielleicht kann der Baum der Ewigkeit uns noch einmal helfen. Interessante Neuigkeiten. Vielleicht ist Anne in Pandoria. Es wäre toll, wenn wir sie ausfindig machen könnten, damit wir sie auch retten können. Das ist wirklich notwendig. Im schlimmsten Fall müssen wir selbst nach Pandoria, um sie zu retten. Das sollte jedoch nur gemacht werden, wenn es gar nicht anders geht. Wenn wir erst vollzählig sind, werden wir sehr mächtig sein. Wir müssen uns der Kraft Pandorias bewusst sein. Man läuft dort nicht so einfach rein. Ich habe keine Angst. Wir müssen sie auf jeden Fall retten. Das sind wir ihr schuldig. Wir müssen auch der kleinsten Spur folgen. Wir sind immer 100% füreinander da. Ja, Alex, das werden wir tun. Keine Frage. Ich will natürlich nicht zurück, aber für Alex mache ich es. Eine andere Sache. Ich frage mich, ob wir Justin von den Nachtreitern weglocken können. Wir waren auf der gleichen Schule, deswegen kenne ich ihn. Und Dina, du kennst ihn auch, oder? So grob, ja. Wenn wir Justin von ihnen wegbringen können, werden die Nachtreiter noch mehr geschwächt.
Zumindest hat Dina Justin davon abhalten können, sein Pferd in ein Nachtpferd zu verwandeln. Das ist gut. Als Dina das letzte Mal im Darkcore Hauptquartier gewesen ist und Justin sah, hat er sehr überzeugt gewirkt, dass die dunkle Seite das Richtige für ihn ist. Wir müssen uns etwas ausdenken, ihn zu überzeugen. Wenn wir Justin von Dakua abbringen können, wäre das super. Jetzt müssen wir uns jedoch erstmal auf die Lichtzeremonie und ihre Abläufe konzentrieren. Außerdem müssen wir Dakua im Auge behalten. Und wir müssen die anderen Kopien des Buchs finden und Anne retten. Das Treffen wird bis auf Weiteres verschoben. Wir werden uns bald wiedersehen. Willkommen zurück in der Wirklichkeit, Lisa. Vielen Dank an Dina, die dem Bewahren Aidins so eine gute Freundin ist. Möge das Licht Aidins mit uns sein und die Dunkelheit erleuchten. Und Lisa, vergiss nicht, dich beim Baum der Ewigkeit zu revanchieren. Sie wird böse, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Bis bald. Okay. Also nächste Etappe bedeutet, dass wir Anne finden müssen. Jetzt geht's erstmal wieder zurück zu Elisabeth. So. Runter und mit ihr reden und gucken, was wir da jetzt machen können. Ich glaube, viel können wir da jetzt gerade gar nicht mehr machen. So. Sieh an, ein weiteres Druidentreffen hat also stattgefunden. Beschluss bei Elisabeth. Okay. Sind wir jetzt schlauer? Lisa ist dank dir gerettet und wir haben eine Spur, die zu Anne führt. Aber sonst sind wir genau dort, wo wir vorher waren. Wir brauchen die anderen beiden Kopien des Buchs, damit wir die Zeremonie durchführen können, wenn die Zeit kommt. Später müssen wir dann den Informationen nachgehen, die wir über Anne haben. Aber sind wir denn wirklich bereit, eine Rettungsaktion in Pandoria durchzuführen? Ist das nicht zum Scheitern verurteilt? Es muss noch einen anderen Weg geben. Vielleicht kann uns die schlafende Witwe noch einmal helfen. Vorher müssen wir ihr jedoch einen Gefallen tun. Wir müssen unsere Augen und Ohren auf die Nachtreiter richten. Sie wollen uns offensichtlich zerstören. Wir müssen Gegenmaßnahmen ergreifen. Ja, was die Gegenmaßnahmen dann aber sein werden und wie es weitergeht, das würde ich sagen, das gucken wir uns dann einfach morgen in der nächsten Folge an. Einiges haben wir schon wieder geschafft jetzt in den letzten Folgen. Wir haben Lisa gerettet, wir haben die schlafende Witwe geweckt, was auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, sagt mir so ein bisschen mein Gefühl. Ja, und wie es weitergeht, das werden wir dann morgen erfahren. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes ansteht. Also ihr Lieben, macht's gut und bis morgen. Tschüss!